Hallo, mein Name ist Martin Warmuth. Ich bin Küchenchef im Restaurant zum Landstreicher. Für das Bierfleisch habe ich vorbereitet Schweineoberschale 1 Kilo in 1 cm große Würfel geschnitten. Dann haben wir hier dazu 1 Kilo Zwiebeln, 0,5 Liter Bier, Salz, Pfeffer, Kümmel, Tomatenmark und zum Anbraten Schweineschmalz. Dann erhitzen wir erst einmal den Topf und geben das Schweineschmalz hinzu. Nachdem das Schweineschmalz richtig heiß ist, geben wir das Fleisch hinzu. Und braten es von allen Seiten kräftig an. Und in der Zwischenzeit, wenn das Fleisch anbrät, schneiden wir die Zwiebeln. Das Fleisch sollte von allen Seiten gut angebraten sein und es keinen Saft weiter verliert. So, und nun geben wir die Zwiebeln hinzu. Das Ganze braten wir jetzt an, bis die Zwiebeln schön glasig sind. Und das dauert so ungefähr 5 Minuten. Und danach geben wir dann das Tomatenmark hinzu und die Gewürze. Den Kümmel und würzen mit Salz und Pfeffer. Und das Ganze wieder schön anrösten. Nachdem das nun alles gut angebraten ist, löschen wir das Ganze mit dem Schwarzbier ab. Der Gulasch muss jetzt gut eine Stunde schmoren, damit das Fleisch weich wird. Und immer wieder mal gut umrühren. So, nachdem das Bierfleisch nur eine halbe Stunde geköchelt hat und das Fleisch weich ist, werden wir es anrichten. Dazu empfehlen wir Sauerkraut und Kartoffelpüree. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de